So, jetzt mache ich mal ihn ohne die Kugel, nur das Säckchen. Mich würde nämlich mal interessieren. So, hallo liebe Freunde, wir sehen uns hier etwas Besonderes an. Cannonballs, Crackling Balls von Vulkanfeuerwerk. Was ist denn daran so besonders? Müssen wir mal genauer gucken. So, was ist jetzt an den Teilen so besonders? Ne? Wir haben hier, kann man das überhaupt sehen, sieht so komisch aus auf dem Display, 90 Gramm NEM, schon mal recht viel für, man weiß gar nicht wie viel, 8 Meter Sicherheitsabstand. 6 Stück sind drin. 6 Stück, 90 Gramm NEM. Mhm. Ja, das Problem oder das Besondere daran ist, erstmal voll die Fehlprägung der Packung hier, ne? Hat bestimmt Seltenheitswert, dass das hier so aussieht. Das muss ich aufheben, ey. Irgendwann wird es mal ganz viel wert sein. Ist das dasselbe Bild wie draußen? Ja. Aber irgendwie haben sie da ein Mist gebaut. Egal, interessiert uns nicht. Ja, was ist jetzt das Besondere an diesen Crackling Balls? Ganz einfach. Wir hatten ja schon mal auf Facebook uns mit so einem Hersteller unterhalten und ich weiß jetzt gar nicht, ob es genau wie derselbe ist. Kann man die überhaupt sehen? Sieht so dunkel aus hier. Egal. Die Dinger sind aus Pappe. Das hat wirklich jetzt mal jemand gemacht und hat, sehen aus wie so eine kleine Shell-Teile hier, die Crackling Balls aus Pappe gemacht. Was mich ein bisschen verwundert, ist natürlich ökologisch schön, dass man nicht die Umwelt mit dem Plastikzeug links, die sind überhaupt nicht fest hier, ne? Die sind so und da ist dann das Säckchen drin. Das ist nur locker und wird nur gehalten durch eben diese Papier, was hier drum ist. Guck mal, da ist schon Schwarzpulver. Wird nur zusammengehalten durch diese Papier. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, wirklich auf Crackling Balls auch noch einen Druck aufbauen müssen, damit die Crackling-Kugeln so schön durch die Gegend fallen. Entschuldigung, alle kippt um hier. Ja, das werden wir jetzt testen, ob das funktioniert, weil das wäre ja eine schöne Sache. Ich mag das ein bisschen zu bezweifeln. Weil die Plastikkugeln sind ja eigentlich mal relativ fest, ne? Und hier, ich verstehe auch nicht so wirklich, warum man jetzt, zum Beispiel hier ist ja so ein Aufkleber drauf, der muss ja wahrscheinlich drauf sein, hätte man ja in dieser Art und Weise auch noch hier das irgendwie zumachen können. Ein bisschen. Wirklich kleine Bömmchen, ne? Und hier haben wir den prallgefüllten Dings. Wahrscheinlich würde es aber vielleicht auch so gehen. Müssen wir mal ausprobieren, ob das überhaupt einen Unterschied macht. Vielleicht geht das auch so. Ich weiß wirklich jetzt nicht, müsste ich jetzt lügen, ob mein Crackling Balls ein bisschen Druck aufbauen muss, damit die so ein bisschen mehr sich verteilen oder ob das einfach so funktioniert. Das werden wir jetzt uns mal gleich mal angucken müssen. Diese Öko-Crackling Balls von Vulkanfeuerwerk in dieser fehlträge Schachtel. Gucken wir mal an. So, dann gucken wir mal, was sie können. Die Teile. Ach, ist ein Superbrenner wieder. Ja, sind sehr gut. Machen wir noch einen. Ich kann hier im Dunkeln die Lunte überhaupt finden. Sehr toll. Also, die sind gut. So, jetzt mache ich mal ihn ohne die Kugel, nur das Säckchen. Mich würde nämlich mal interessieren, ob das überhaupt einen Unterschied macht. Nee, ist genau das gleiche. Also ist völlig egal, ob da eine Kugel drum ist oder nicht. Und dann ist die hier aus Pappe, ist eigentlich eine gute Geschichte, finde ich. Warum eigentlich nicht? Und die letzten drei. Super, gefällt mir. Aber kauft man die sich jetzt extra, weil da Pappe drumherum ist? Ich glaube fast nicht. Aber trotzdem eine schöne Sache, man hat die ganze Plastik nicht rumzuliegen.
So, hallo liebe Freunde, wir sehen uns heute was Besonderes an von Vulkan Cannonball, und zwar hier von Vulkan Crackling Balls. Cannonballs, Crackling Balls von Vulkan Feuerwerk. Was ist